Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, es war doch schon ziemlich ruhig um mich die letzten Wochen und ich möchte euch einfach mal ein kleines Update geben. Und zwar, ich habe ab Mitte September Urlaub gehabt, 3 Wochen, war da bei meiner Freundin unten am Bodensee und habe da ein paar Tage weiterspielen können und habe auch die Rhein-Ruhr-Map ausbauen können. Das Ganze wird noch in einem Infovideo die Woche folgen, aber wichtiger ist natürlich, was natürlich jetzt in nächster Zeit kommt. Deshalb gibt es dieses kleine Infovideo. Ja, wenn ihr dieses Video euch anschaut bzw. anhört, bin ich schon auf Fernmontage und zwar in Karlsruhe City. Das Ganze soll laut meinem Geschäft von dem 15.10. bis zum 26.10. vollbracht sein. Das heißt, ich bin die ganze Zeit von Montag bis Freitag bin ich unterwegs. Das heißt, ich habe keinen PC dabei. Ich kann überhaupt nichts machen. Deshalb werden die 2 Wochen, beziehungsweise das ist ja schon die erste Woche, werden ziemlich ruhig werden. Danach ist einiges geplant. Da möchte ich euch nun etwas näher hinleiten. Und zwar möchte ich gerne ab November, das heißt sprich ab dem Montag, den 5. November, möchte ich ein neues Projekt starten. Das Ganze soll heißen Retro Let's Plays. Das Ganze, wer in den Streams dabei war, kennt das Ganze schon, denn das Grundgerüst kam nämlich von Yoshi. Herzlichen Dank an dich. Er hatte die Idee, dass man alte Spiele einfach ganz normal Let's Playen kann. Hauptsächlich ging es dabei um das Spiel SimCity 4 Deluxe. Das Ganze wird, wie gesagt, dann als Let's Play folgen, aber da habt ihr nun das Stimmrecht darüber, wie wir das Ganze gestalten. Und zwar gibt es die Option A, wir spielen ganz normal, das heißt, wir müssen unser Geld verdienen, damit wir Straßen bauen können, damit wir die Stadt ausbauen können und so weiter, das heißt, ein bisschen wirtschaftlich angelegt. Oder wir nehmen die etwas schönbauseitigere Art, und zwar den Geld-Cheat. Das heißt, wir können uns jederzeit das Geld holen und bauen dann einfach drauf los, so wie wir lustig sind. Wie gesagt, ihr habt die Option, die Abstimmung findet ihr unten in der Beschreibung und da bitte ich euch natürlich abzustimmen, falls ihr dieses Let's Play sehen wollt. Ich habe auch schon ein zweites Spiel auf der Platte drauf und das Ganze möchte ich gerne einen ganzen Monat lang machen. Das heißt, ein Monat lang wird ein Retro-Let's Play sein und dann den nächsten Monat wird ein anderes Spiel sein. Wenn das wirklich sehr gut ankommt, das Spiel, dann können wir weiterreden und können sagen, okay, das kommt jetzt öfters oder das kommt durchgehend. Auf jeden Fall möchte ich ab November wieder regelmäßig für euch Videos machen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, Transportfieber bleibt natürlich. Wir haben die Köln-Map und wir haben die Rhein-Ruhr-Map. Die Rhein-Ruhr-Map ist mittlerweile von den Schienentrassen her ziemlich gut fertig und es wartet nur noch auf die Ausgestaltung. Da habe ich mich mit einem wunderbaren User vom Forum zusammengetan, genauso wie bei der Köln-Map. Das sind beides Kooperationsmaps. Da muss ich aber noch die Modliste online stellen, damit die ganzen User darauf zugreifen können. Genau, so ist der Plan. Das heißt, ab November werden auch wieder regelmäßiger Streams folgen. Bloß für euch zur Info, weil es kam demnächst eine Nachricht, wann denn wieder Streams kommen. Nun hast du die Antwort. Ab Anfang November. Ja, falls ihr noch irgendwelche Anliegen habt, Ideen für die Retro-Streams, Retro-Videos, dann immer her damit, falls ihr irgendein Spiel sehen wollt, das ihr früher immer gern gezockt habt oder wenn ihr mal sehen wollt, wie ich das spiele, ja, vielleicht spiele ich das ja komplett falsch, dann immer unten in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann im nächsten Video und dann allerspätestens Anfang November wieder. Macht's gut, bis denn, ciao!